Die Evangelisch. Die Hölle. Ein Ort, der Angst und Schrecken verbreitet. Voller Dämonen, lodernder Flammen und giftiger Schwefeldämpfe. Aber was ist das eigentlich? Die Hölle. Feuer, Teufel und dass man halt, wenn man böse ist, in die Hölle kommt, wenn man zum Beispiel sündigt oder so. Die Hölle gibt's nicht. Ich denke einfach, dass sie nicht existiert. Dass man durch das Feuer Schmerzen empfindet und dass man dann halt für immer irgendwelche Qualen erleiden muss. Es gibt flüssig, es gibt fest und wenn es den Himmel gibt, muss es auch einen Gegensatz zum Himmel geben, also die Hölle. Ich setze Himmel und Hölle in Bewegung, um mein Ziel zu erreichen. Egal mit welchen Mitteln. Wer so denkt, für den geht's ums Ganze, sagt Ulrike Murmann, Hauptpastorin an St. Katharinen in Hamburg. Und das Ganze besteht aus dem Gegensatz von Himmel und Hölle. Die Hölle ist ein Ort absoluter Gottesferne, wo Gott nicht ist. Also Hölle ist ein Bild, ein Symbol für absolute Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, für existenzielle Ängste. Teufel, Feuer, ewige Qualen für die Sünder. So haben sich schon die Menschen im Mittelalter die Hölle ausgemalt. Kriege, Stürme und Erdbeben liefern bis heute die Vorbilder, wenn wir an die Hölle auf Erden denken. Kinder, die hilflos und auf der Suche sind nach ihren Eltern. Menschen, die alles verloren haben und die keine Hoffnung haben, die gehen durch die Hölle. Insofern ist der Begriff schon ein wichtiger, den ich auch weiter halten würde, aber eben nur in dieser Bedeutung. Es ist ein menschliches Erleben. Ewig wirst du in der Hölle schmoren, wenn du nicht tust, was wir dir sagen. So haben die Kirchen jahrhundertelang den Menschen gedroht. Das ist zum Glück vorbei, sagt Ulrike Murmann. Aus Angst soll keiner an Gott glauben. Wir sagen ja genau das andere. Christus ist hinabgestiegen in die Welt des Todes, in das Reich des Todes und hat die Toten auferweckt. Das heißt, mit Christus glauben wir daran, dass alles, was Tod, Verzweiflung, Angst bedeutet, eigentlich überwunden werden kann zum Guten hin. Und davon müssen wir erzählen. Wo Gott nicht ist, wo Menschen leiden und hoffnungslos sind, das ist die Hölle.